Ein zentraler Begriff der Programmierung ist der Begriff des Algorithmus. Sie kennen Arbeitsanleitungen aus dem täglichen Leben, beispielsweise Kochrezepte, in denen beschrieben wird, wie sich bestimmte Speisen herstellen lassen. Bastelanleitungen, die angeben, wie man vorzugehen hat, wenn man beispielsweise im Modellbau irgendwelche Schiffe oder Flugzeuge zusammensetzen möchte. Partituren, die beschreiben, wie ich vorgehen muss, um mit einem Klavier ein bestimmtes Musikstück zu spielen, also eine Menge von Noten. Oder Spielregeln, die angeben, was das Ziel eines bestimmten Spiels ist und an welche Regeln sich die Spieler zu halten haben, um dieses Spiel zu spielen. Der Aufbau solcher Arbeitsanleitungen, die wir aus dem täglichen Leben kennen, ist so, dass sie bestehen aus einer Menge von Anweisungen. Und wenn wir uns diese Anweisungen einmal genauer anschauen, können wir bestimmte Charakteristika erkennen. Im Allgemeinen bestehen solche Arbeitsanleitungen aus Anweisungssequenzen. Das heißt, hier sind Anweisungen, die hintereinander ausgeführt werden. Tue erst dies, dann dies, dann dies, dann dies. Aber es gibt auch bedingte Anweisungen, also Anweisungen, die nur bei bestimmten Bedingungen ausgeführt werden. Beispielsweise beim Fußball, wenn ein Foul im Strafraum passiert ist, dann pfeife Elfmeter, ansonsten pfeife Freistoß, eine Regel für den Schiedsrichter. Also irgendwie sowas wie, falls eine Bedingung gilt, dann tue nur das, eventuell tue im anderen Fall, wenn die Bedingung nicht gültig ist, etwas anderes. Oder Anweisung schleifen, bei Mensch ärgere dich nicht. Solange ein Spieler eine 6 gewürfelt hat, darf er erneut würfeln. Um Arbeitsanleitungen ausführen zu können, benötigt man im Allgemeinen bestimmte Zutaten oder Voraussetzungen. Beispielsweise beim Kochen, da braucht man als Zutaten ja, Pfeffer, Salz, Eier, Mehl und was weiß ich nicht alles. Beim Spielen braucht man bestimmte Püppchen, beispielsweise beim Mensch ärgere dich nicht und einen Würfel. Was solche Arbeitsanleitungen aus dem alltäglichen Leben aber auch auszeichnet sind, dass häufig Formulierungen nur schwammig formuliert sind. Wie beispielsweise beim Kochen, tue etwas Salz hinein und etwas Pfeffer. Und als nicht so erfahrener Koch weiß man dann häufig gar nicht, was ist das etwas, und man muss es irgendwie abschätzen können. Wenn man dann Erfahrung gesammelt hat, weiß man es. Kommen wir nun zum Begriff des Algorithmus, nämlich genau der Definition dieses Begriffs. Ein Algorithmus ist auch eine Arbeitsanleitung, so wie wir sie gerade charakterisiert haben, zum Lösen eines Problems bzw. einer Aufgabe. Es ist allerdings eine Arbeitsanleitung, die sehr präzise formuliert werden muss, und zwar so präzise, dass sie von einem Computer ausgeführt werden kann. Schwammige Formulierungen wie etwas Salz und etwas Pfeffer kann der Computer nämlich im Allgemeinen nicht verstehen und interpretieren und entsprechend ausführen. Man muss sich schon präzise, oder man muss als Programmierer schon präzise formulieren, was ein Computer machen soll. Und in solchen Algorithmen kann man derart präzise Arbeitsanleitungen dann formulieren. Wie formuliert man denn nun Algorithmen? Man kann dies umgangssprachlich tun, wobei natürlich wieder die Gefahr besteht, dass hier schwammige Formulierungen dabei sind. Oder man kann es in einer Programmiersprache, Pseudoprogrammiersprache tun, was dann schon sehr viel exakter ist. Neben diesen eher textuellen Notationen zur Formulierung von Algorithmen gibt es auch grafische Notationen, das sind sogenannte Programmablaufpläne und Struktogramme. Mit denen werden wir uns aber in dieser Vorlesung nicht beschäftigen. Nachdem man dann Algorithmen formuliert hat, muss man oder möchte man sie natürlich ausführen. Und das machen sogenannte Prozessoren. Im Allgemeinen können auch Menschen als Prozessoren fungieren und Algorithmen ausführen. Wir werden allerdings den Computer als Prozessor benutzen, der unsere Algorithmen ausführt. Ausgeführt werden Algorithmen dann in einem sogenannten Prozess. Was hat der Computer als Vorteile gegenüber uns Menschen? Er ist schneller, sehr, sehr viel schneller, was die Ausführung von bestimmten
Anweisungen angeht. Er ist sehr zuverlässig, das heißt, er ermüdet beispielsweise nicht, so wie wir Menschen. Und er hat eine hohe Speicherfähigkeit, also man kann sehr viele Daten speichern und man kann einmal gespeicherte Daten auch wiederfinden. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Es geht um das Problem der Berechnung der Summe aller Zahlen von 1 bis n, wobei n eine beliebige natürliche Zahl ist. Umgangssprachlich formuliert sähe ein Algorithmus zur Lösung dieses Problems so aus: Addiere für eine vorgegebene natürliche Zahl n die Zahlen von 1 bis n. Das ist das Resultat. N kann dabei jetzt beliebig sein, es kann 10 sein, es kann 11 sein, es kann 100 sein oder es kann 1000 sein. Exakter, in einer Programmiersprache formuliert, sieht ein Algorithmus zum Lösen dieses Problems so aus. Und Sie müssen jetzt noch nicht alles verstehen, was ich jetzt im Folgenden sage. Das wird im Laufe der Vorlesung dann sehr detailliert und ausführlich eingeführt, was ich jetzt an Begriffen hier sage. Hier wird zunächst der Benutzer aufgefordert, eine Zahl einzugeben und diese Zahl wird gespeichert in einer Variablen n. Das ist der Wert n, für den die Summe aller Zahlen berechnet werden soll. Also der Benutzer kann hier eingeben eine 10, eine 11, eine 100 oder eine 1000. Dann werden hier zwei weitere sogenannte Variablen angelegt mit den Namen erg und akzahl und werden mit 0 und 1 initialisiert. Das heißt, in diesen Speicherbereichen, das sind nämlich Variablen, werden diese Werte abgelegt. Dann wird hier in einer sogenannten Schleife etwas getan. Und zwar wird in dieser Schleife der Wert der Variablen jeweils um 1 erhöht. Und der jeweils aktuelle Wert, der in dieser Variablen gespeichert ist, wird zuvor zum Ergebnis addiert. Und das so lange, bis der Wert, der dann in der Variablen Akzahl gespeichert ist, kleiner oder so lange, wie dieser Wert kleiner gleich dem vorher vom Benutzer eingegebenen Wert für n ist. Das heißt, was hier passiert, hier wird 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis plus n berechnet und dann ist diese Schleife, diese Anweisung beendet. Und dann speichert diese Variable erg das Ergebnis und wird auf dem Bildschirm ausgegeben.